Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, Abgeordnete, die AfD wird auch und gerade jetzt auch nach der Wahl den Finger weiter in die politische Wunde des Landes legen. Ja, das machen wir. Mut zur Wahrheit ist unser Slogan und daran ändert sich nichts. Und zur Wahrheit gehört eben auch, dass sich auch nichts an unserer Auffassung zum Thema Abschiebestopp nach Afghanistan geändert hat. Die Worte eines Redners an diesem Platz am 16. März dieses Jahres waren sehr brisant und der Herr Ausländerbeauftragte Mackenroth sagte wörtlich, und ich möchte ihn zitieren: Ich halte einen pauschalen Stopp aller Abschiebungen für falsch. Diejenigen, die das wollen, müssen sich bitte zunächst in den Gesetzgebungsorganen die politischen Mehrheiten suchen, um dies ins Gesetzblatt zu schreiben. Dann wäre das geltendes Recht, an das ich mich ebenfalls halten würde. Zitat Ende. Auf diese Aussage rief dann Herr Gebhardt von der antragstellenden Linksfraktion, ich zitiere auch ihn wörtlich: Das können wir Ihnen versprechen am 24. September. Zitat Ende. Nun, der 24. September ist nun 3 Tage her. Die von den Linken herbeifantasierten politischen Mehrheiten haben sich als Wunschdenken bestätigt. Und auch die gleiche arrogante Haltung der CDU wurde abgestraft. Und wer von beiden am Ende frustrierter ist, das weiß ich nicht. Ob Herr Gebhardt oder Herr Tillich, darüber kann man nur spekulieren. Und wissen Sie auch, warum Sie abgestraft worden sind? Weil es die Bürger satt haben, dass sie stets und ständig für dumm verkauft werden. Der vorliegende Antrag ist der beste Beweis dafür. Er offenbart das Versagen der Altparteien im Bundestag seit weit über einem Jahrzehnt. Und dass die Grünen in den Punkten 3 und 4 des Antrags eigentlich Selbstverständlichkeiten erfragen müssen, spricht Bände über die Transparenz des Regierungshandelns. Möglichst wenig konkrete Informationen zu geben, scheint nicht nur in Sachsen, sondern auch im Bund Staatsräson zu sein. Die Punkte 1 und 2 des Antrags, also der generelle Abschiebestopp nach Afghanistan und die erleichterte Vergabe von Schutzrechten an Afghanen, zeigen Sie weiter, dass Sie Politik machen am Willen der Sachsen vorbei. Aber gehen wir nochmal zurück ins Jahr 2001. Man muss immer noch mal ein Stück zurückgehen. Frage, wo kommt das her? Wer war es denn, der die Demokratie am Hindukusch verteidigen wollte? Ja, das waren die Grünen zusammen mit der SPD. Eine rot-grüne Bundesregierung trommelte für den Krieg in Afghanistan als treue Vasallen der USA und alle anderen, mit Ausnahme der Linkspartei, applaudierten. Ich war damals selber Soldat gewesen und ich jubelte nicht. 16 Jahre später fällt den gleichen Parteien ein, wie schlimm die Folgen des Krieges sind. Konnte ja keiner vorausahnen. Was hier passiert, meine Damen und Herren, das stinkt zum Himmel. Deutsche Soldaten sind über Jahre in Afghanistan gefallen, 56 an der Zahl. Einige der guten Kameraden kannte ich auch persönlich. Und viele andere haben sich bis heute nicht von den Bildern des Krieges erholt. Darüber hinaus wurden Milliardensummen in den Krieg und in den Wiederaufbau gesteckt. Der Wiederaufbau und die Herstellung der Sicherheit in Afghanistan, das ist Aufgabe der Afghanen und niemandes anderen. Wie erklären Sie denn den Müttern, den Frauen und den Kindern der toten deutschen Soldaten, dass die jungen Afghanen sich hier unterdessen aufhalten und es sich gut gehen lassen? Allein in Sachsen halten sich rund 6.000 Afghanen auf. 353 von diesen sind vollziehbar ausreisepflichtig. Insgesamt in Deutschland sind gut 15.000 Afghanen ausreisepflichtig. Tendenz steigend. Im ersten Halbjahr 2017 gab es gar keine Abschiebung nach Afghanistan. Jetzt könnte man denken, dann ist der Antrag ja eigentlich sowieso völlig überflüssig. Insgesamt ist die Abschiebequote ein Witz. Nach wie vor kommen nach Deutschland in einem Monat fast so viele Flüchtlinge, wie in einem halben Jahr gehen. Und wir haben gehört von einer groß angekündigten Abschiebeoffensive. Insgesamt, das war ein Märchen vor der Wahl. Und das Ende der Asylkrise in Deutschland ist ein Märchen. In diesem Jahr kommen wieder über 200.000 Asylanten und vielleicht ähnlich viele Familiennachzügler. Aber jetzt mal von all dem abgesehen, verlassen Menschen aber sogar freiwillig Deutschland in Richtung Afghanistan.
Und während Sie hier diesen Antrag stellen und wir darüber sprechen müssen. Das ist eigentlich unbegreiflich. Wir fassen es mal kurz zusammen. Es gibt hunderttausende Ausländer in ganz Deutschland, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, nämlich aus Deutschland auszureisen, obwohl sie abgelehnt sind. Die Kriminalität insgesamt in Deutschland steigt aufgrund der Zuwanderung. Geld fehlt überall für die Infrastruktur, für Schulen, für die Polizei, für die Pflege und so weiter. Wir geben allein in Sachsen 780 Millionen Euro in diesem Jahr direkte Asylkosten aus. Abschiebungen werden dagegen kaum durchgeführt. Asyl wird immer mehr für die Einwanderung mit Bleibeanspruch benutzt, statt ein Schutzrecht auf Zeit zu sein. Und die Grünen wollen sogar Abschiebung von Gefährdern, von Straftätern und Ausreisepflichtigen, die hartnäckig die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung verweigern, nicht vollziehen. Im Gegenteil sollen die Schutzrechte von diesen Leuten noch ausgebaut werden. Das ist völlig grotesk. Der Antrag ist aber auch gefährlich, weil er massive Fehlanreize schafft. Er ist damit natürlich auch gefährlich für unseren Sozialstaat. Und letzten Endes, haben wir an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, muss das Ganze ja auch irgendwie bezahlt werden. Aber die Fehlanreize sind insofern da, weil man nun größere Anreize hat, illegal nach Deutschland zu kommen und sich in Deutschland auch nicht rechtskonform verhalten zu müssen, wenn man denn dann schon mal hier ist. Und werte Grüne, ich weiß leider, dass es Ihr Ernst ist, dieser Antrag, diese Politik. Und ich hoffe, dass sich das auch bei Ihren Restwählern noch rumspricht. Vielleicht folgen Sie auch mit dem Antrag der Devise Ihres alten Außenministers, Joschka Fischer, der gesagt hat, meine Maxime als Außenminister ist es, Deutschland von außen einhegen und von innen zu verdünnen. Insofern würde dieser Antrag ja auch völlig reinpassen. Und wir haben eine völlig andere Auffassung. Und deswegen werden wir Ihren Antrag auch ablehnen.